Hallo, mein Name ist Lasse. Heute werde ich euch etwas über die Zerrissenheit der Gesellschaft und die politische Landschaft zu Beginn der Weimarer Republik erzählen. Ihr wisst bestimmt schon Bescheid über den Verlauf und das Ende des Ersten Weltkriegs, über den Versailler Vertrag und die Gründung der Weimarer Republik. Dann seid ihr bereit für dieses Video. Es gab eine Reihe von Ursachen für die Zerrissenheit der Gesellschaft. Ich werde euch einige davon jetzt im Einzelnen vorstellen. Was für sehr viel Hass innerhalb der Gesellschaft der Weimarer Republik gesorgt hat, war die Dolchstoßlegende. Besonders die Menschen, die politisch eher rechts standen, glaubten, die Heimat hätte die eigenen Soldaten an der Front verraten. Die Soldaten seien unbesiegt an der Front gestanden und die kriegsunwillige Heimat hätte den Soldaten sozusagen den Dolch in den Rücken gestoßen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.